2014 sind viele Menschen in Bayern an salmonellenbefallenen Eiern erkrankt. Die zuständigen Minister, Marcel Huber und später auch Ulrike Scharf, haben sich weggeduckt und haben die Sache nicht in die Hand genommen. 11 Jahre vorher hat ein Landwirtschaftsminister, Horst Seehofer, beim Ausbruch der Vogelgrippe entschlossen gehandelt und gesagt, das ist Chefsache. Das hätte ich mir von Huber und Scharf auch gewünscht. Wir müssen nun aufklären, wie konnte es dazu kommen? Was sind die Ausmaße dieses Skandals? Wer hat Schuld? Und wie können wir es zukünftig verhindern?